meine Meinung zum OER-Camp in Köln. Ich fand es sehr erfrischend, es hat sehr viel Spaß gemacht und was ich sehr bemerkenswert fand, dass es wirklich sehr offen war und jeder hier eine spannende Session anbieten konnte und dass hier vor allem auch sehr viele Lehrer, die es ja eigentlich auch das Thema OER betrifft, hier vor Ort waren und sich auch ganz offen mit der Thematik und auch kritisch damit befasst haben. Und auch sehr praktisch gedacht haben, im Gegensatz zur letzten Woche. Da fand ich, da war sehr viel Theorie, sehr viel Urheberrecht, Rechtsdebatten, Lizenzdebatten, was vielleicht für einen, der noch nicht so in dem OER-Thema drin ist, recht dröge oder auch schwierig war, überhaupt einen Zugang dazu zu finden. Und ich muss sagen, diesmal würde ich sagen, war es sehr offen und hat wirklich auch den Einsteiger mit abgeholt. Es war ein prima Barcamp. Mich hat besonders beeindruckt, dass es hier einen Schulträger gibt, der sich, ich denke, auf einen sehr fortschrittlichen Weg begeben hat und der sich dieser Bedeutung der neuen Medien sehr bewusst ist und die Schulen unterstützen möchte. Also gerade so ein Thema wie ÖR beim Schulträger zu finden, ist für mich schon sehr außergewöhnlich. Und das Barcamp war super organisiert, haben uns hier sehr wohl gefühlt, es waren tolle Gespräche und alle Erwartungen für mich sind eigentlich so in Erfüllung gegangen auch. Dass die Stadt Köln da so unglaublich mitmacht, das finde ich schon ziemlich spannend. Und ich hoffe, dass das auch noch weitergeht und dass das Schulwiki auch mehr genutzt wird. Also die Besonderheit des Barcamps ist, dass es eben nicht von einer NGO, wie man sagt, veranstaltet wurde oder einer Interessengesellschaft, sondern tatsächlich von offizieller Seite, von der Stadt Köln, genau gesagt vom Amt für Schulentwicklung und vom Amt der Informationsverarbeitung, was ja schon so bedeutungsschwer klingt. Und dass sich so eine Behörde auf den Weg macht, offene Bildungsmaterialien sich auf die Fahnen zu schreiben als Thema. Also das war mein erstes Barcamp erstmal, aber ich muss ja Hochdeutsch sprechen. Ich bin begeistert von der Offenheit der Leute, denn es war so gefühlt, war niemand so wichtig, sondern es waren Leute da, denen das Thema wichtig war. Also es war ein sehr offener Austausch, man hatte überall das Gefühl, es sind lauter Interessierte, man kann alle Art Fragen stellen. Die Organisation war toll, ich habe mich hier sehr wohl gefühlt und das ist auch ein Kriterium für guten Austausch. Was auf jeden Fall schon da war, es gab jetzt einen speziellen Fokus auf Schule, den habe ich nun auch so wahrgenommen gehabt in Bremen letztes Jahr. Das heißt also, da war auch im Prinzip ja noch die Diskussion ganz jung in Deutschland und da merkte man schon auch, dass die Diskussion halt primär aus dem Schulbereich gekommen ist. Dann jetzt in Berlin war es anders. Da gab es also, ich war da ja auch im Review-Team, gab es also auch überraschend viele Beiträge aus dem Hochschulbereich, wo wir gar nicht mit gerechnet hatten eigentlich. Und es waren dort auch, glaube ich, sehr viele institutionelle und politische Entscheidungsträger anwesend. Und hier das Kölner Barcamp hatte ja jetzt wieder einen starken Fokus auch auf den Schulbereich, was ich dann auch wieder sehr schön fand, auch dann mit einer größeren Praxisanwendung. Und ich fand das also sehr spannend und informativ. Ich fand auch dieses Kölner Schulwiki-Projekt sehr spannend und sehr wichtig, dass man sich das mal anguckt, weil wir da ja im Prinzip jetzt nochmal einen dritten staatlichen Träger haben, die Kommunen, die dort tätig werden. Von daher so ein ganz, ganz wichtiges Projekt. Hallo, meine Eindrücke sind total positiv. Ich habe hier die Anke kennengelernt. Wir bloggen. Wir kennen uns über das Internet. Wir bloggen zusammen mit unseren Schülern. Der André Spang hat uns damals zusammengebracht, nachdem ich da getwittert habe. Ich muss unbedingt mit meinen Schülern bloggen und ich brauche eine andere Klasse. Und da hat sie sofort Ja gesagt, nachdem der André gesagt hat, mach das mal. Und jetzt bloggen wir im nächsten Schuljahr weiter und... Also mein Resümee ist durchaus positiv oder durchweg positiv, hat man auch vorhin in der Feedbackrunde gehört, alle fanden es sehr gut und ich bin auch sehr zufrieden, einmal um die Leute zusammenzubringen, auch der Output des Tages. Es gibt auch ein konkretes Ziel, ein Paper zu entwickeln, was man dann auch auf eine höhere politische Ebene bringen kann, also insgesamt war das wirklich ein großer Erfolg. Und auch der Wunsch nach dem zweiten Barcamp ist ja laut geworden und da gucken wir mal, dass das nächstes Jahr wieder stattfindet.